Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Heute gibt es wieder eine Runde COD, haben wir die letzten zwei Tage nicht gesehen, aber ihr müsst trotzdem die Videos der letzten beiden Tage auf jeden Fall auschecken, vor allem das Video von gestern. Aber egal, da habe ich Tabu gespielt und einige haben mich gefragt, warum denn Tabu? Ist doch gar kein Spiel, da habe ich gesagt, doch ist es, also Scorpion Plays, ne? Wir sagten, dass es nur Videospiele sind, Hauptsache es wird was gespielt, no homo. So, und zwar heute geht es in diesem Video um eine, ja, Neuentdeckung, die ich gemacht habe. Ich bin stolz, euch hier präsentieren zu dürfen. Und zwar geht es hier in diesem Live-Video um die HVK. Ihr fragt euch jetzt, hey, was ist das für ein Grund für ein Video, du dummes Stück Scheiße, Amanas Sekirim. Aber Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Waffe hat es mir schon angetan. Ja? Ich habe die ganze Zeit nach einem consistent Sturmgewehr gesucht. Ein Sturmgewehr, das wie in Black Ops 2 die SCAR oder die AN einfach zuverlässig... Ich dachte, die ganze Zeit steht einer. Die Kills holt. Und ich weiß nicht, mit der Manowar hatte ich Struggle. Mit der M8 hatte ich Struggle. Mit der XZ2 hatte ich immer mal wieder Struggle halt. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Es ist halt ungefähr so. Ja, es geht zwar vom Ding her. Aber ich weiß nicht so. Und dann habe ich diese Waffe hier für mich entdeckt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin verliebt, meine Freunde. Ich bin verliebt. Das möchte ich hier ganz offen ehrlich sagen. Ich bin in eine Waffe verliebt. Und zwar ist es die HVK. Mit dem Rotpunktvisier und so weiter, also das ganze Programm natürlich. So, passt mal auf, der Typ weiß gar nicht, was abgeht. Ja, ich krieg natürlich den Assist, nice. Und ja, Leute, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Waffe gefällt mir einfach total gut. Und was heißt, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll? Das ist ein typischer Füllsatz. Natürlich weiß ich, wie ich es beschreiben soll, weil ich sonst ja nicht sagen könnte, worum es geht. Jo, der Typ hat meine ganze Familie zerrissen. Ja, 6-2 stehe ich bisher, ist natürlich nicht so berauschend. Alter, wie weit unten ich in der Facecam bin, lol. Die Kriegsmaschine ist hier oben, hier, und das wäre gut, dass er mich nicht holt. Ja, sind halt, ich weiß nicht, seit dem letzten Patch gibt es ja Skill-Based Matchmaking, ist ja jetzt bestätigt, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das schon echt auf den Sack geht, dass es das gibt. Guck mal, wie ich den Gunfight hole mit der HVK, ganz locker easy, ganz locker easy. Da oben ist einer. Ich weiß nicht, Skill-Based Matchmaking finde ich jetzt mal wieder richtig kacke, weil ich weiß genau, dass jetzt die Unlock-Alls wieder richtig durch, aber man muss ja sich fast Unlock-All holen. Weil, ja, ich sehe das nicht ein. Ich kann, also ich spiele eh nicht auf Gameplays in dem Spiel. Aber selbst wenn ich es mal versuchen wollen würde, Digga, bist du hier blind oder was? Dann, ich hätte da schon mal prinzipiell Bock drauf. Aber was bringt mir das so zur Zeit? Da kann ich Lobbys suchen, bis ich, behindert bin, ohne Witz. Da kann ich Lobbys suchen 200 Jahre. Und dann ist es vielleicht irgendwann mal eine, die man halbwegs spielen kann, ne? Das geht. So, versuchen wir mal die Streaks zu bekommen. Munition habe ich noch. So. Ah, jetzt habe ich Vorführeffekt, der HVK. Eigentlich passiert sowas nicht, dass man damit mal so viel Hits verteilt ohne einen Kill. Aha. Tja, da bin ich ja, kann ich ja froh sein, dass ich dieses sogenannte Radar benutzen kann, welches sich dort oben befindet. So, gucken wir mal, ich habe ja das Geschütz erst voll selten gehabt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt richtig klar geht. Ich muss dann nicht selber hier hinten einfach aufpassen. Das macht Sinn, oder? Wenn ich jetzt hier hingehe und die Gegner spawnen dann nicht hier, die müssten dann drüben spawnen in mein Geschütz reinlaufen. Mann, ist das klasse Berechnung hier. Ja, ihr beiden seid weg vom Fenster. So wie Spanner. Ja, kleiner Freestyle. Versteht ihr den? Da kommt was. Ja, und das war auch intensiv, dass er gekommen ist. No homo natürlich. An dieser Stelle. Ich liebe zurzeit diese Laber-Live-Commentaries, wo ich einfach... alles klar, Digga. Wo ich mich einfach ein bisschen hinsetze und einfach ein bisschen drauf losquatsche. Das macht mir einfach echt übelst Spaß. Klar sind die Runden da jetzt nicht immer so heftig. Kannst du... Siehst du jetzt die HVK gerade mal am Abkacken? Manchmal ist sie halt ein bisschen am Struggeln. Kommt jetzt noch die heftigste Szene in der COD-Geschichte vielleicht? Wäre gut. Erstmal hole ich den hier. Dann hole ich sie. Und dann noch... ihn. Und dann noch ihn. Ja, es war schon eine heftige Szene. Ob es jetzt die heftigste der COD-Geschichte war, kann ich jetzt nicht versprechen, aber es war auf jeden Fall in Ordnung. So, noch ein Dröhnchen raus. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ui! Ja, noch eine Hellstorm für den letzten Kill vielleicht. Komm schon, let's go. Let's go! Oh, 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 oh. Ja, Leute, 25:3, heute mal wieder ganz gechillt geredet und so weiter. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Ich hatte jetzt natürlich Teammates, die auch ein bisschen abgegangen sind, von daher war es jetzt nicht so einfach. Aber ich würde sagen, die HVK hat sich heute mal wieder bewährt. Lasst gerne eine Bewertung da, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheers.
MOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.